wüssten, dass es sicher ist, über ihre schmerzhaften Erfahrungen anderen zu erzählen, ohne dafür verurteilt zu werden, ausgegrenzt zu werden, beschämt zu werden, würden viel mehr Menschen heilen und nicht jahrelang, manche sogar bis zum Grab, ihr Leiden still zu ertragen. Gabor Maté, der viel über Trauma spricht, hat erzählt, dass es ein Volk gibt, das sind Ureinwohner irgendwie und die sich gegenseitig bekämpfen. Und da gibt es ganz viele überlebende Frauen, ja, die missbraucht wurden, deren Kinder getötet wurden. Und die leben in einer Gemeinschaft von Frauen. Und die tragen kein Trauma. Also sie sind nicht irgendwie depressiv oder sonst was, wie wir hier im Westen. Und die haben geforscht und herausgefunden, weil diese Frauen zusammensitzen und jede über ihren Schmerz spricht. Es wird ihr nicht abgesprochen, ja komm, alles gut, du hast doch überlebt, sondern sie darf ihren Schmerz teilen. Diese Frauen sitzen miteinander in diesem Schmerz, diese Frau darf weinen. Sie umarmen sie, sie haben Körperkontakt. Bei Trauma ist das hilfreich, aber es ist auch wieder eine lange Geschichte, bei manchen auch wiederum nicht. Das heißt, die heilen, weil sie offenlegen und weil sie von anderen in dem Leiden bestätigt werden. Nicht, dass sie weiterleiden, sondern dass das da ist, dass sie das erlebt hat und dass sie diesen Schmerz haben darf. Es wird kein Versuch unternommen, diesen Schmerz in irgendeiner Art und Weise wegzumachen oder es wieder gut zu machen oder eine Lösung zu finden, sondern der Schmerz ist da und wir bezeugen deinen Schmerz. Und so auch in unserer Gesellschaft. Die meisten tragen ihren Schmerz, weil sie sich dafür schämen und weil sie tatsächlich von anderen Menschen oft dafür verurteilt werden, weil es doch anderen viel schlimmer geht.